vor dem ersten Hahnenschrei am Freitag, dem 13. April. Diesen Tag hätte wohl jeder Autofahrer die Schuld für eine Reifenpanne gegeben und wahrscheinlich geflucht. Rallye-Piloten nehmen es gelassen. Für Marian Bublewicz und Ryszard Juszkowski aus der Volksrepublik Polen dauert ein Radwechsel rund 150 Sekunden, wenn sie sich Zeit lassen. Planmäßige Radwechsel waren häufig, auch bei dieser Sachsenring-Rallye. Reifenpannen dagegen eher selten. Und das ist erstaunlich, wenn man sich die Belastung für die Pneus mal ansieht und anhört. Heutzutage bei den Sprintprüfungen entschieden. Man kann sie getrost auch Geländeprüfungen nennen. Sie bilden aber nur einen Teil des Gesamtwettbewerbes, der natürlich auch in Zwickau mit dem Start begann. Am Donnerstag um 17 Uhr, Roland Mattes, mehrmaliger Schwimm-Olympiasieger und Motorsportanhänger, eröffnete das Rennen. Für 75 Teilnehmer aus 7 Ländern. Dieser Wertungslauf für den Pokal der sozialistischen Länder über rund 850 Kilometer begann mit Regen und einem Slalom. Bremsen, Gas geben. Aber alles im richtigen Moment. Manchmal auch gleichzeitig. Insgesamt 21 Sprintprüfungen auf abgesperrten Teilstrecken wiesen beide Schleifen der 28. Rallye Sachsenring auf, zwischen 6 und 18 Kilometern lang. In vier davon siegten Bublewicz und Juszkowski auf Polonez, die Vorjahrszweiten in der Pokaleinzelwertung. Als die Großen im Feld erwiesen sich Nikolai und Igor Bolschich aus der UdSSR. Sie gewannen mit ihrem Lada Spezial mehr als die Hälfte aller Sonderprüfungen, die schnellste mit einem Schnitt von 101 Kilometer pro Stunde. Die Klassensieger bei der Spanien-Rallye, Wolfgang Krügel und Dieter Schenk aus Eisenach auf Wartburg, gerieten erst in den Nebel und dann in den Straßengraben. Bis der Wagen wieder flott war, verloren sie mehr als 20 Minuten und alle Chancen. Hoffnungen auf den Gesamterfolg konnten sich bis zum Ende der ersten Nacht auch noch Velos Soz und Thomas Putmager, UdSSR, auf Lada machen. Sie gewannen zwei Sprints. Dass die Trabis im Konzert der großen Brummer nur auf dem Kamm bliesen, kann man nicht behaupten. Achtbar schlugen sich Ulrich Weichsel und Thomas Schröder vom Motorsportclub Zwickau, der vom Sachsenringwerk natürlich unterstützt wird. Rundum überzeugend fuhren wieder einmal Heinz Galle und Wolfgang Kiesling ebenfalls aus Zwickau. Am Ende waren sie die zweitbeste DDR-Vertretung. Bei einem so kleinen Motor ist das ein Beweis für großes Können. Die längsten Strecken einer Rallye sind im normalen Straßenverkehr zurückzulegen und führen von einer Zeitkontrolle zur nächsten. Wer zu spät kommt, erhält Strafpunkte, wer zu früh eintritt, ebenfalls. Die Dollzeiten sind nämlich an der Straßenverkehrsordnung ausgerichtet, die auch für Rallye-Teilnehmer gilt. Nach 10 Stunden Wettkampf, Parkübungen am nächtlichen Waldesrand. Park fermé oder salopp übersetzt, geschlossene Gesellschaft. Ja.
Kampfrichter kontrollieren die gekennzeichneten Teile unter der Motorhaube. Alles normal. Alles normal? Okay. Falls dieser mal klemmt, Sesam, öffne dich. Okay. Piloten und Beifahrer machen Kaffeepause, mit behördlicher Genehmigung sozusagen, denn die Rennordnung schreibt eine Erholungsphase von 30 Minuten vor. Für die Mechaniker bleibt das Schanzzeug zunächst noch in der Werkzeugkiste. Am Ende der ersten Schleife haben sie viel zu tun, Durchsicht und Reparatur. Eine Hebebühne ist leicht zu ersetzen durch Muskelkraft und ein Ersatzrad. Waschen und Tanken gehört auch zum Serviceprogramm, dann sind die Wagen startklar für den zweiten Tag. Der zweite Tag bringt den Fahrern Sonnenschein und den zahlreichen Zuschauern Staubwolken. Sie kommen dennoch auf ihre Kosten, weil noch 64 Fahrzeuge im Rennen sind. Trotz der schlechten Bedingungen in der Nacht zuvor waren nur 11 ausgefallen. Putmarker rutschen in den Sonderprüfungen des zweiten Tages noch zurück vom dritten Platz auf Rang 7. Eine weitere sowjetische Besatzung, Moskowskij-Girdaukas im Lada mit der Nummer 15, erkämpfen diesen dritten Platz in der Gesamtwertung. Rang 5, Václav Pech und Jan Sukup aus der ČSSR mit ihrem Skoda. Den besten Platz für eine DDR-Besatzung, nämlich den 17., erringen Rainer Pöhlmann und Wolfgang Scherbart von Wismut Karl-Marx-Stadt auf Wartburg. Dass Galle Kiesling in ihrer Klasse gewannen, versteht sich, weil ja Trabant unter sich war. Dennoch sollte man nicht lächeln. Die beiden Zwickauer ließen rund 2 Dutzend Wagen hinter sich, die den doppelt so großen Hubraum und das Dreifache an PS-Leistung besitzen. Sprint, auch eine Frage der Beschleunigung. Die Bolschew-Brüder. Bublewitsch, Schischkowski. Pöhlmann, Scherbart. Galle, Kiesling. Sehr schwieriger Sonderprüfungen gab es bis zum Ende des Rennens nur noch geringfügige Änderungen in der Platzierung.
Auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau, wo 35 Stunden zuvor die Startrampe stand, ist auch die Ziellinie. Platz 2 für die Startnummer 1, das polnische Duett auf Polonis. Die großen Sieger Igor und Nikolai Bolschew, die den Vorsprung der UdSSR in der Pokalwertung ausbauen und im Einzelklassement gut dastehen. Zufriedene Gesichter auch bei Galle Kiesling vom MC Zwickau. Sie haben ihren guten Ruf untermauert und den der Sachsenringwerke. Sie blieben nur knapp hinter Köhlmann, Scherbach. Die Gesamtbilanz weiterer Fahrer der DDR-Auswahlmannschaft ist nicht gerade berauschend.